Moin Leute, Harald wieder am Start und heute bin ich sehr gehypt. Sage ich jetzt schon zum dritten Mal, denn meine Aufnahme wurde abgebrochen das erste Mal, das zweite Mal ist glaube ich mein Computer abgestürzt. Und dann habe ich noch ein richtig, richtig geiles Video aufgenommen und dann ist der fucking Ton asynchron, weil der Anfang der Aufnahme einfach fehlt, aber der Ton trotzdem da ist. Digga, ich guck mir das so an, ich bin so, what the fuck? Ich sag, ich hab Bausegramm, das ist Yoshi. Ja, was für Abkürzung, ich fahr an der Wand, Digga, was denn da los? Dann blende ich euch mal ein, das ist irgendwie ziemlich witzig. Oh Gott, Bowser, geh mal aus dem Weg. Bowser ist halt ein anderer der schweren Charaktere, das heißt, ich kann ihn einfach nicht wegschubsen wie die anderen Leute. Und ihr seht auch, das Driften funktioniert ganz anders als in Mario Kart 8, ne? Man macht es halt, oh Gott, nicht immer absichtlich. Also ich natürlich schon, meistens. Denn, also was heißt meistens immer eigentlich? Oh Gott, das war gerade richtig Glück. Ich bin nämlich in genau der Runde da lang gefahren, wo das Teil war, was mich hätte treffen sollen, was dann anscheinend im genau richtigen Zeitpunkt weg ist. Nein! Sehr knappe erste Runde. Also, um kurz zu erklären. Ja, also das kann ich euch natürlich nicht zumuten. Das heißt, das war es jetzt schon leider schon ein bisschen mit dem Hype so. Darf ich nochmal schön replizieren und nochmal alles zum 10. Mal sagen, was ich schon gesagt habe jetzt. Aber lasst euch davon nicht stören, Freunde. Denn Super Mario Kart, es ist wirklich mega geil. Es ist wirklich mega geil. Problem ist, es ist, je besser du bist, desto geiler ist es. Ich bin halt nicht gut. Wir sehen, es gibt 150er, 100er und 150er Hubraum. 50er Hubraum ist unfassbar schwierig, wenn du das erste Mal das Spiel spielst. Also tut mir schon mal leid für euch, wenn ihr das Spiel zum ersten Mal spielt, was ich nicht glaube. Aber naja, vielleicht wollt ihr ja irgendwann. Könnt ihr ja machen, wenn ihr Nintendo Switch online habt. 100er Hubraum werden wir erstmal spielen, nachdem wir den Mushroom Cup gespielt haben, mit 150er Hubraum. Das ist nämlich der einzige Cup, wo ich gut drin bin. Ne, um den freizuschalten, muss man Goldpokale auf 100er Hubraum überall bekommen. Habe ich gemacht, deshalb Spiel quasi durchgespielt und 150er Hubraum ist quasi so wie 100er Hubraum auf nee, 150er Hubraum ist ungefähr so schwierig wie 200er Hubraum auf der Switch bei Mario Kart 8 Deluxe. Aber Problem ist, ihr werdet sehen, das Spiel an sich ist so krank viel schwieriger, ne? Aber bevor wir jetzt loslegen, die Grafik ist echt nicht gut gealtert. Ich persönlich, ich liebe die Grafik. Liegt daran, dass ich mich an sie gewöhnt habe. Also falls ihr euch nicht an jetzt gleich folgende Grafik gewöhnt habt, es ist halt 2D-Grafik, die halt in 3D dargestellt wird. Tut mir leid, Leute, dann war es auch schon für euch mit dem Video, nehme ich mal an. Aber ich glaube echt, es lohnt sich, dass ich daran zu gewöhnen, weil der Content wird einfach viel zu geil jetzt. Aber ich habe eben gelernt, ich muss mich echt konzentrieren jetzt und ich darf nicht zu viel reden, sonst fahre ich komplett kacke so. Also, das Spiel funktioniert eigentlich wie jedes Mario Kart, nur dass es halt viel schwieriger ist, vor allem im 150er Hubraum. Ihr seht, oh Gott, ich fahre gerade grauenvoll. Ihr seht, wie eng quasi die Strecken sind, wie krass schwer die Charaktere und so sind. Oh, ich habe gerade Yoshi abgeschossen. Ich denke, ich lasse euch erstmal ein bisschen kurz daran gewöhnen, dann kann ich euch ein paar Sachen erklären. Zum Beispiel meine Strategie. Denn, oh nee, dass er mich gerannt hat, hat mich jetzt übelst geärgert. Denn Leute, die beste Strategie in dem Spiel ist, dass ihr Speed bekommt, ne? Ich sag einfach Speed. Oh mein Gott, Digga, ein Stern auf dem zweiten. Was sind die Chancen dafür? Heilige Mutter Maria. Denn die Chance, ich habe jetzt gerade zum Beispiel Speed, also so nenne ich das. Das heißt, dass man quasi, oh Gott, nicht gegen die. Oh Gott. Jetzt muss ich den Stern einsetzen. Dass man halt einfach richtig schnell fährt, ne? Oh, ich dachte, der geht noch ein bisschen länger, der Stern. Also, wie gesagt, das heißt, dass man ein bisschen schneller fährt. Und das kriegt man halt entweder, nein, wenn man genau zum richtigen Zeitpunkt das Rennen quasi startet, dann kriegt man quasi den Speed. Oder wenn man halt einen Pilz bekommt oder einen Powerstreifen überfährt, dann kriegt man auch den Speed. Oder halt, wenn man halt einfach richtig lange sehr gut fährt. Oha, 1172, das ist Speedrun-Zeit. Ach nee, das haben wir einen Stern, glaube ich, ne? Also zählt nicht, schade. Naja, dann bekommt man halt den Speed und dann ist man richtig schnell, ne? Und dann, sobald man halt zu langsam wird, zum Beispiel, weil man getroffen wird, wenn man runterfällt oder so weiter, ne? Dann verliert man den Speed halt wieder und es ist meistens grauenvoll, weil man halt dies mit dem Speed wirklich am besten aufholen kann, ne? Warte mal, ich habe keinen Speed-Start gekriegt. Deshalb, ja, das ist quasi die Strategie von dem Spiel. Ey, Bowser, Digga, geh mal weg. Und es ist nicht so einfach,
Wie, oh nein, wie es aussieht. Weil jeder kleine Fehler, vor allem 115 Hubraum, kostet euch schon mal alle Plätze. Und dann müsst ihr halt aufholen. Und wie gesagt, die einzige wirkliche Möglichkeit aufzuholen ist mit dem Speed. Und es riecht ihr natürlich nicht, wenn ihr über Gras fahrt. Entschuldigung. Das heißt, ich habe jetzt versucht, meinen Speed zu bekommen. Ach ja, Pilz. Auch eine der Möglichkeiten, mit der man Speed bekommen kann. Aber ich werde es jetzt erstmal nutzen, um euch hier die schöne Abkürzung zu zeigen. Oh, ich glaube, ich habe sogar trotzdem noch meinen Speed, weil ich ihn richtig getimt habe. Nein, nein, ich hasse es, wenn es passiert. Also ich nenne es durchdrehen. Ich weiß überhaupt nicht, was das Fachjargon ist. Aber es liegt ja daran, dass man quasi zu weite Kurven fährt, ne? Problem ist, auf der Originalkonsole, das ist halt einfach gar kein Problem, ne? Ah nein, ich dachte, ich habe einen Pilz eingesetzt. Das ist halt einfach gar kein Problem, ne? Du kannst halt einfach richtig weite Kurven. Diese Kurve zum Beispiel, die hätte ich fahren können, ohne dass ich quasi durchdrehe, ne? Das heißt, ich muss die Kurven halt einfach ganz anders fahren als in dem Originalspiel. Digga, ich habe so ein Glück mit den Pilzen, ne? Digga, ich höre schon Monte wieder Pilze! Oh mein Gott! Ja, Monte, Digga, einfach regt sich immer auf über Pilze. Ich persönlich feiere sie, ja. Naja, Mann, hör mal auf mit der Kacke! Digga, dieses Spiel ist einfach unspielbar auf dem Emulator oder auf der Switch. Allein wegen diesem Fakt, dass man dauernd so durchdreht, ne? Oh mein Gott, Stern, letzte Runde, Alter. Ich habe so ein krankes Glück mit den Items, ne? Ich habe mir diesen ersten Platz hier jetzt gleich überhaupt nicht, oder zweiten, überhaupt nicht verdient. Wobei, vielleicht auch dritten Platz oder vierten, wenn ich gerammt werde. Okay, zweiter Platz. Unverdient, aber ist in Ordnung. Was soll ich sagen? Ich wollte irgendwas sagen zu Driften. Nee, nicht zu Driften. Zu Items, zu Monte? Nee. Es tut mir leid, ich werde öfter den Faden verlieren, Leute. Gewöhnt euch einfach schon mal dran. Weil das Spiel ist so schwierig zu kommentieren. Im 150 Hochraum ist alles so schnell. Und die ganzen Informationen, die ich euch hier geben muss, damit ihr ungefähr versteht, dass ihr ungefähr versteht, was so abgeht. Egal, also Ziel. Ey, diese Strecke, ich liebe sie so sehr, ne? Das Ziel hier ist es halt, so schnell wie möglich einen Speed zu bekommen. Idealerweise halt mit Speed starten und dann halt durchgehend zu halten. So. So wird man gut in das Spiel. Problem ist halt, es ist einfach viel zu schwierig, ne? Aber auf der Strecke. Ich bin. Nein! Persönlich halte mich für recht gut in dieser Strecke. Natürlich nicht, wenn ich überall runterfalle. Alter, ich bin schon heiser von den letzten gefährten Aufnahmen. Okay, ich habe eine Feder, die ist zwar geil, weil man damit eine Abkürzung nehmen kann. Aber wenn man eh keins. Aber ich will halt eigentlich nicht die Abkürzung nehmen, weil das bedeutet, dass ich keinen Speed habe, ne? Aber ist okay, wir nehmen jetzt einmal, weil ich eh keinen Speed habe. Warm, Alter. Sehr riskant, sehr cool. Hat mir ein paar Pässe. Hat mir ein paar Plätze geschafft. Geschaffen. Ich hoffe echt, dass ich die letzte Runde durchziehen kann, ne? Digga, Bowser, du Kackfettsack! Ey, das kotzt mich an einfach! Okay, Leute, halten wir fest, ich bin Sechster. Fünfter. Ey, dieser Fettsack! Ich wollte euch zeigen, wie krass man mit dem Speed abgehen kann, aber ich habe einfach kein Speed gekriegt. Geh mal weg! Jetzt habe ich meinen Speed und jetzt habe ich ihn wieder verloren. Oh mein Gott! Todd wurde von seinem eigenen Item getroffen. Das ist eine Sache, die passiert normalerweise nicht, Freunde. Normalerweise funktioniert es in dem Spiel so. Die Gegner können einfach über die Items. Alter, das ist mal so ein solider erster Platz. Können halt normalerweise nicht wirklich von ihren eigenen Items getroffen werden. Denn die können einfach rüberspringen. Die letzten zwei Runden waren gut. Die können einfach rüberspringen, Leute. Einfach über die Items rüberspringen. Es ist einfach komplett, Alter, ich habe Todd hat sich selber so hart aus dem Leben genommen, Alter, holy shit. Die Gegner können einfach über Items rüberspringen. Du hast einen roten Panzer, schmeißt ihn auf den Gegner, er springt rüber. Ne? Ist halt RNG, ob sie das machen. Aber das finde ich einfach komplett ehrenlos, weil es halt hart unfair ist. Ne, aber, naja, in Ordnung. Boah, ich habe einen grünen Panzer. Oh, nee. Das ist jetzt die andere Möglichkeit. Ey, nee, die Strecke. Oh, die ist viel schwieriger, als ich sie in Erinnerung habe, auf 150 Euro Raum. Ah, ich wollte jetzt ihn aus dem Weg nehmen, aber ich habe gepackt. Gott, warum griff ich direkt? Das ist auch eine Sache, die anders ist als auf der Originalkonsole. Nein! Ich wollte mit der Banane den anderen Typen treffen, ne? Aber dann bin ich halt über den Riesenkills von Todd gefahren. Jetzt bin ich halt winzig. Und wenn ich winzig bin, kann ich überfahren werden und das nimmt mich halt komplett aus dem Leben. Und ich bin dann langsamer. Das ist halt wie, als würde man vom Blitz getroffen werden. Okay, let's go. Ich bin immer noch Dritter. Dank meinem exzellenten Fahren. Komm, hier. Nein, komm, scheißen wir darauf. Beide Pfeile. Gönn doch beide Pfeile. Egal, ich habe meinen Speed. Das heißt, jetzt kann ich richtig abgehen. Okay, ich habe meinen Speed immer noch.
Und jetzt wird es ist da so schwierig. Nein, ich bin wieder so durchgedreht, wie es. What the fuck, Alter? Nein, 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 nein! Ey, dieser Wichser. Oh, nee, jetzt schön hier gegen die Wand gefrickt, Alter. Ey, oh. Ich könnte jetzt schon im fucking Ziel sein, gefühlt. Wenn ich nicht dauernd von diesem Kack geht an Hops genommen werden würde. Ey, ich bin Siebter! Ich war so grauenvoll. Nicht gegen die Wand. Okay, ich habe meinen Speed noch. Gott ist. Nein, das darf nicht passieren! Wisst ihr, was wir machen? Wir werden taktisch Fünfter. Oder Sechster. Dann können wir noch mal fahren, weil das war schlimm einfach. Das war schlimm. Ich werde erstmal aufhören zu kommentieren erstmal. Fokusmodus ist jetzt angesagt, Freunde. Okay, ich habe einen Speedstart gekriegt. Ich habe nicht meinen Speed, weil ich schon zu viele Leute gerammt habe. Seht ihr den Abstand einfach? Seht ihr den Abstand? Ah, okay, das funktioniert anders. Scheiße, und das war's schon direkt. Mit dem Fokusmodus. Mal kommentiert, wenn man sagt, man heißt Maul so. Ganz ruhig, Brauner, ganz ruhig. Zeit für ein bisschen Gameplay. Komm, nimm Hops, nein! Oh Gott. Nein, 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 nein. Das ist mir seit Jahren nicht mehr passiert, ne? Hey, die Kurven fahren sich so anders auf dem Emulator. Der Switch als in echt, ne? Also auf dem SNES. Ich kann den SNES halt leider nicht aufnehmen, Freunde. Okay, Speed behalten. Das ist immer das Ziel, dass man den Speed behält. Ich glaube, ich habe ihn jetzt verloren. Scheiße. Digga, das ist so anders. Ich habe jetzt einfach mal mit dem Pilz hier durchgeboostet. Oh, grauenvoll, grauenvoll. Ist okay, den einen Streifen nehmen wir mit. Die Wand ist okay, wenn ich die treffe, weil ich habe meinen Speed noch. Nein! Dreh nicht durch! Ich dreh gleich durch, Alter. Oh. Ey. Okay, das muss ich auch nochmal erklären. Warum ist Todd immer noch so nah an mir, obwohl ich so krasse Runden gefahren bin? Liegt am Rubberbanding, Leute. Müsst ihr euch so vorstellen, es ist quasi eine Gummi zwischen Todd und mir, ne? Oh, danke, Todd. Dank dir konnte ich die Kurve richtig gut nehmen. Ich habe meinen Speed noch, ich habe meinen Speed nicht mehr. Das ist richtig spannend, Alter. Es ist zwar. Oh, oh, es ist quasi eine Gummi zwischen Todd und mir, ne? Das heißt, wenn ich weiter nach vorne fahre. Oh, sorry. Das ist Todd. Das bin ich, ne? Ich fahre nach vorne. Todd folgt. Ne, ich fahr. Das ist Spiegelverkehr. Egal. Ich. Todd hinter mir. Ich fahre nach vorne. Todd folgt mir, ne? Die sind quasi aneinander gebunden, ne? Und das heißt, Todd kann unnatürlich schnell fahren, um wieder aufzuholen. Ne? Das ist unfassbar unfair. Und das Schlimme ist, wenn ich. Das die einzige Möglichkeit quasi, dass man dieses Rubberband los wird, sprich Todd, ist halt, wenn man so gut. Dass man so gut fährt. Oh Gott. Ist halt, dass man so gut fährt, dass man halt einfach. Zack, zack. Dass man das Gummi quasi reißt, ne? Oh, jetzt. Konzentrationsmodus, Freunde. Es geht verloren, egal. Erstmal das Gummiband quasi reißt zwischen uns, ne? Und das macht man halt entweder, indem man richtig weit nach vorne fällt oder richtig weit zurückfällt, ne? Und das Problem ist halt, dass. Oh, ich wollte cool sein. Dass man zurückfällt, ist halt einfach viel wahrscheinlicher, wenn man halt kein fucking Speedrunner ist. Und ich bin das leider nicht, weil mein Skill nicht ausreicht. Wie ihr gerade sehen könnt. Aber jetzt gerade gehe ich schon um einiges ab. Ich lege mal die Banane dahin. Ich hoffe, ich habe jemanden getroffen. Oh, ja, genau. Und das Problem ist halt, wenn man halt letzter ist, dann ist das Rubberband gebrochen quasi, ne? Das heißt, der erste und der zweite, was auch immer, ne? Ah, oh, nie wieder Speed verkackt. Die gehen halt einfach so hart ab, dass du sie einfach gefühlt nie wieder einholen kannst, ne?
Match. Und wenn du Erster bist und das Rubberband quasi brichst, dann gehst du selber so hart ab, dass die Gegner dich quasi nie einholen können. Sehr solide, auf jeden Fall. Und das bedeutet halt, dass du einfach, ja, von einem komplett unfairen Gegnern einfach immer umrandet wirst, außer du bist richtig gut oder richtig schlecht, ne? Und ich bin anscheinend Beins von Kaiden, genau. Keins von beiden. Alter, was ein Abstand, ne? 42 zu 27. Wow. Delizioso. Ja, richtig nice, richtig solider erster Platz auf jeden Fall. Ja, ich hasse Rubberbanding einfach komplett, weil das Spiel richtig unfair macht. Du musst halt einfach richtig gut sein, um Rubberbanding aus dem Weg zu gehen. Wenn du, ja. Naja, meine Großmutter hat gerade was geschickt. Was ist das denn, Alter? Ich spiele nochmal, weil es mir persönlich so Bock macht. Einfach nochmal den Mushroom Cup. Da habe ich jetzt echt Bock drauf, Alter. Also, wir können das mal richtig Gameplay sehen, würde ich sagen, Freunde. Also, ich hoffe, das gefällt euch. Weil ich habe jetzt richtig Bock darauf. Einfach gar keinen Bock hier auf Star Cup oder so. Ja, okay. Jetzt bin ich Start verkackt. Hier kann ich nämlich auch reden und gleichzeitig spielen, Freunde. Hier maximale Unterhaltung. Let's go. Ich kann das nämlich besser. Gucken wir mal, Freunde. Speed ist auf jeden Fall schon mal am Start. Und da ist er auch wieder weg. Ich glaub's nicht. Aus dem Weg, du Fetzer. Genau dasselbe gilt für dich und für die. Yes, Sir. Oh. Ich habe meinen Speed noch. Ah, nein, und da ist er weg. Aber ich habe einen roten. Das ist okay. Nick. Ah, da bin ich zu sehr auf 100 der Hubraum gefahren. Geh mal weg. Ja, komm, nehmen wir mal die Abkürzung. Ja, hätte auch solider sein können, so andererseits solider war es schon, ne? Aber naja. Erster Platz. Lol, Todd ist einfach komplett am Arsch der Welt. Seht ihr ihn da unten? Ach, sorry, da unten. Scheiße. Da hätte ich ihn sehen können, aber. Naja, wir fahren jetzt gegen Cooper, finde ich sehr interessant. Wenn jetzt halt die erste Rivale quasi ausgeschaltet wird, ihr habt ja gesehen anhand der Reihenfolge, wie die da aufgelistet sind, so soll normalerweise die Platzierung sein. Ne? Aber weil es Todd aus irgendeinem Grund nicht sich gewendet hat zu dem ersten Platz hin, ist jetzt Cooper unser Rivale. Das wäre um einiges lieber. Also der Typ, der jetzt Zweiter sein wird und sich zu uns hin gesellen wird. Oh nee, das ist ja die Strecke, wo man immer bei den Kurven gucken muss, dass man nicht. Ich glaube, ich versuche mal jetzt das hier anzugewöhnen mit den Bremsen einfach. So, erstmal picken. Okay, roter Panzer dann halt nicht, ne? Okay, das war schön. Ich will noch ein bisschen schönes Fahren drauf kriegen, damit ihr so ein bisschen sehen könnt, was so die Strategien sind. Hier habe ich jetzt ein bisschen die Kurve verkackt. Okay, die Abkürzung war schon am Anfang des Videos gesehen, wenn ich mich nicht irre. Oder nee, das war glaube ich. Einfach den anderen drei Aufnahmen oder so, die ich gemacht habe. So, nimmt man die ab. Habt ihr das gesehen, wie mein Drift einfach komplett hops genommen wurde? Weil sein Fettsack sich einfach, sein fetter Arsch einfach dachte, rammen wir den Typ mal in die nächste Dimension. Habt ihr das gesehen? Ich glaub's nicht. Oh, das war richtig knapp, oder? Ich muss jetzt hier irgendwas hinlegen, dass ich hier noch Erster werde. Nein! Nicht das, genau nicht das, Freunde. Eieieiei. So, ich hab. Ach, guck mal, Bowser wurde getroffen, das ist unterhaltsam. Oh, ich bin Zweiter. Ja, stellen wir uns mal damit zufrieden, so. Nein! Wäre ich lieber Fünfter, Alter. Dann kann ich hier nochmal fahren. Ey. Was war das denn? Meine Ehre war wieder komplett entwendet. Einfach weil Leute
Weil ich Leuten den. Weil ich mich die ramme einfach. Das hat mich so aus der Konzentration oder aus dem Drift gebracht, dass sie mich so gerammt haben. Ne? Konzentrieren muss ich mich auf der Strecke ja zum Glück nicht so sehr. Also anscheinend schon, weil ich nicht immer Erster bin, wie es sein sollte, aber naja. Das ist für ungewohnt hat hier zu sehen, Alter. Oh, das ist eine schöne Runde bis jetzt. Nein, nein! Ich schieße mit dem, Alter. Das war schlecht. Ich nehme jetzt. Ich fahre jetzt einfach hier rüber, was mir groß. So. 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 Ich habe gar keinen Bock, dass mich hier Luigi jetzt rammt, Alter. Luigi. Ah, oh, ich wollte hier ein Item haben. Ganz ruhig. Shit, Alter. Digga, warum bist du kacke? Ich muss mich hier richtig reinhängen, Alter. Komm, nehmen wir mal Abkürzung. Oh, nee! Ich wurde wieder gerammt. Ey, ich bin so heiser, mein Hals tut gerade voll weh vom ganzen Rumschreien, Alter. Aber das ist halt echt emotional hier. So, jetzt habe ich meinen Speed am Start und ich habe einen Stern. Gönnen wir uns mal direkt. Hätte man jetzt auch drauf sparen, hätte man sich auch sparen können, weil ich halt einen Speed hatte. Wenn man einen Speed hat, will man normalerweise nicht direkt den Stern einsetzen, weil dann der Speed nicht mehr am Start. Digga, will der mich komplett ficken? Was? Wo kam der denn her? Geil, Lieblingsstrecke, let's go Boys und Mädels, jetzt wird hier richtig abgegangen. Wenn die mich wieder rammen, die bringen mich komplett aus dem Konzept, ne? Die Spasten, die mich hier rammen die ganze Zeit. Hätte ich jetzt eigentlich eine Banane hinlegen können. Auch egal, so. Die ist vollkommen falsch. Feder, scheiß mal drauf! Digga, könnt ihr mal bitte aufhören, mich zu rammen? So viel zu, wir scheißen. Ey. Die hören nicht auf, mich zu rammen. Was? Wie war ich nicht schnell genug dafür? Ich fall hier vom Glauben ab. Leute, wir werden Erster. Ich sag's euch, wie es ist. Okay, vielleicht neben dem nächsten Rennen dann. Ich glaube, ihr habt gesehen, mit was für einem Tempo ich da abgegangen bin. Ne? Ich wäre literally Erster geworden.
Das nenne ich mal Mario Kart, Freunde. Puh, das war anstrengend. Komplett heftiger Speedrun. 11:50 merke ich mir, neue Bestzeit für mich, die ich halt aufgenommen habe, so. Alter, das war echt heftiger Speedrun einfach, Leute. Das war geil. Aber das werden wir hier jetzt nicht haben. Aber ich glaube, ihr seht, was ich meine mit, ich wäre Erster geworden, oder? Ich glaube, ihr seht, was ich meine, oder? Komm, geh mal weg. Stört mich nur. Nein, 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 nein. Ich dachte, ich habe beide Boostpedale gekriegt, habe ich mich wohl geirrt. Es fühlt sich so gut an, man weiß, dass man im Fokus-Mode ist, aber halt im richtigen Fokus-Mode. Nicht in diesem aufgesetzten. Ich weiß nicht, wie man den aktivieren kann. Den richtigen Fokus-Mode. Oh, Scheiße. Weiß nicht, dass ich eine Legende bin auf einmal. Alter, dieser Fokus-Mode fühlt sich so geil. Ich weiß nicht, wie ich es schaffe, aber manchmal, wenn ich viele Spiele spiele, jetzt bin ich raus. Ich habe einfach diesen Fokus-Mode, ne? Ich kann ihn nicht steuern, so sehr ich es versuche, ne? Aber dann, wenn ich im Fokus-Mode bin, ich bin unbesiegbar. Aber ich kann ihn halt nicht steuern, so. Wie so Hulk, Alter. Es ist so ein schönes Gefühl. Es ist mir nie aufgefallen. Weil ich nie drauf geachtet habe. Weil ich immer zu sehr fokussiert war. Ja, jetzt bin ich, wie gesagt, raus aus dem Fokus-Mode. Aber, nein! Es hat sich so gut angefühlt. Komm, geh mal weg. Spaß. Natürlich habe ich Luigi getroffen, oder? Oh nein, oh nein, oh nein. Nein, 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 nein! Das war knapp. Das war echt knapp, Alter. Zeiten sind ja grauenvoll. Naja, aber wir. Ja. Luigi kommt dann aufs genommen, Alter. Köstlich. Oh, natürlich. Das war echt nicht hoch. Kupo Hops, das wäre natürlich optimal gewesen, aber nicht der Fall. Ey, Digga, was rammt der mich? Ich kann auch so beschleunigen. Bin nicht so schnell, aber passt schon. Ich habe keine Münzen. Ich muss jetzt Aufstand halten. Ich habe immer noch keine Münzen. Ich habe in meinem Leben noch nie so dringend Münzen aus einer Ipis-Boss gebraucht wie jetzt. Oh mein Gott. Ich habe in meinem Leben noch nie so dringend Münzen gebraucht gehabt, Alter. Komm mal her. Ah, oh, voll daneben gehauen, Alter. Der trifft mich jetzt. Oh, let's go, ich hab ihn doch noch getroffen. Digga, der Sniper einfach. War ich gerade gut. Boah, richtig schön eng genommen die Kurven, Alter. Oh, war das knapp? Nein, und Speed verloren. Ey, das war so knapp, ne? Aber guckt mal den Abstand an zum Bowser, Alter. Guckt ihr das mal an, Leute. Fühlt sich so an, als würde ich gegen meine Schwester spielen, nur Freunde an der Stelle. Aber das macht. Ich würde sagen, wir sind jetzt zum Schluss noch ganz schön fett abgegangen. Alter, ich bin richtig fertig jetzt. Ich hoffe wirklich, diese Aufnahme ist nicht zu nicht abgekratzt, denn meine Stimme ist abgekratzt. Ja, also auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Und dann würde ich sagen, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert, wenn ihr neu seid. Schreibt mir, ob ihr mehr von dem Mario Kart 1 Content sehen wollt. Weil es ist halt unfassbar schwer für mich zu machen, weil ihr habt gesehen, ich muss mich halt einfach krass konzentrieren, so. Und wenn ich rede, dann kann ich nicht konzentrieren, und wenn ich aufnehme, dann rede ich.
Das wäre jetzt wahrscheinlich sogar am besten, das Spiel zu spielen, wenn ich nicht aufnehme. Ja, ich würde sagen, ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.